So, willkommen bei einem neuen Video von mir und heute seht ihr mal was Schönes, Verrücktes und zwar Neon Run. Jetzt muss ich kurz schauen. Neon CU Outrun, so heißt es. Jetzt habe ich den Namen richtig. Und wir werden heute mal unsere Controller nicht brauchen. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt mal an. So. Und da sind wir auch schon im Menü. Und zwar wird alles per Kopf gesteuert. Und zwar geht es ins Spiel darum, es ist ein Endlosspiel. Ihr fahrt mit dem Motorrad und holt euch Punkte. Ganz einfach. Und dabei steuert ihr das Motorrad einfach nur mit eurem Kopf. Die Musik dazu, Synthwave, richtig genial. Also das passt zu dem Setting. Schaut euch mal die Grafik an. Das ist total genial. Und das Spiel verlinke ich euch natürlich unter dem Video und wir schauen es uns mal an. So, erstmal kalibrieren. Wir sollen uns gerade hinsetzen und kalibrieren. So, da sehen wir uns schon. Nochmal, Update. So, müssen wir uns richtig hinsetzen. Ich sehe aus wie so ein Kleinkind auf einem riesigen Stuhl. Okay, Update. So, jetzt sitzen wir richtig. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir geben Gas. Indem wir uns nach vorne lehnen, zur Seite, lenken wir. Das ist mal richtig cool gemacht, ist mal was anderes. Lass uns mal Gas geben. Geschwindigkeit, Wahnsinn. Also ich merke davon nichts, ich bin auch nicht MS-anfällig dafür. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht. Aber man kann natürlich auch langsam fahren. Die Musik ist natürlich auch der Wahnsinn. Oh. Das sollte natürlich nicht passieren, dass man die Autos rammt. Ja. So schnell ist es vorbei. Wer ist natürlich auf ersten Platz? Zitronenarzt. Ich grüße dich erstmal. Und probieren wir noch eine Runde. Wir fahren einfach mal nicht so schnell. Das ist wirklich so futuristischer Style, Neon, die Musik dazu. Ich liebe die Musik einfach, das passt, wie immer so schön sagt, wie Arsch auf Eimer. Bei den Lampen, was ihr gerade gesehen habt, da können wir uns neue Energie holen, weil wir zu viel Autos gerammt haben. Also mal gar nicht so einfach, wenn man so schnell ist, natürlich auszuweichen. Am besten ist erstmal ein bisschen bremsen. Man muss wirklich vollen Körpereinsatz machen. Natürlich mit Controllern hätte es vielleicht auch nicht so funktioniert wie mit dem Kopf. Oh. Oh, ist aber auch viel los hier auf der Straße. Oh, jetzt kommt die Polizei. So, fahren wir mal hier drüben lang. Es macht auch riesen Spaß. Das mir gefällt es absolut. Es läuft auch absolut flüssig. Bloß wenn ich jetzt so in die Ferne schaue, da muss man ganz schön die Augen anstrengen, damit man auch sieht, dass da das nächste Auto kommt. Oh. Oh, jetzt kommt die Polizei wieder. Ja, das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Jo. Einmal rüber. Also müsst ihr euch wirklich richtig stark lehnen, damit ihr auch lenkt. Und ab durch den Tunnel. Oh. Oh. Bremsen. Ah, verdammt. Ja. Ah. Schade, war gar nicht so schlecht die Runde. Schon mal einen 8. Platz. Was natürlich noch cool wäre. Wenn ihr irgendwie Bonus hättet, dass ihr die Autos wegschießen könntet. Umso schneller ihr fahrt, umso größer ist natürlich der Bonus auch. Das ist ja natürlich klar. Und einmal hier lang.
von Spielprinzip her wirklich mal was anderes. Ist mal was Neues, auch sehr spaßig. Und zwar ist es auch entwickelt worden von den Ex-Mitarbeitern von Crytek, die auch vorher an Robinson, sage ich schon, an The Climb gearbeitet haben und jetzt dieses Spiel entwickelt haben. Nochmal so als kleine Seitenrandnotiz. So, langsam müssen wir mal ein bisschen höher kommen im Highscore. Also, geben wir mal richtig Gas. Auch mal ausweichen können. Es klappt wieder super. So, da laden wir unser Schild erstmal auf. Okay. Also ein ganz kleines bisschen erinnert es auch, wenn man von Nintendo kennt, F-Zero. Ah, das habe ich damals so viel gespielt. Das war echt genial gewesen. Also probiert es am besten mal selber aus. Also ich kann euch Kaufempfehlungen auf jeden Fall dafür geben. Das ist ja auch noch in der Entwicklung und da kommt ja auch noch mehr dazu. Ich brauche wirklich mehr Übung da drin. Ja. Langsam. Fahr mal ganz anständig. So, holen wir uns das. Ja, die Cops. So, einmal Schild. Einmal rüber. Ich erwische die Autos. Jedes Mal. Ist wie bei GTA, wenn man da versucht ordentlich zu fahren, endet es meist im Chaos. Ja, natürlich musst du da jetzt rüberfahren, ganz klar. Ja, knapp. Verdammt. Los, eine Runde versuchen wir noch. Also man sagt doch wirklich immer noch eine Runde mehr. Das macht auch süchtig, muss ich sagen. Wenn man immer besser werden will von Runde zu Runde. Dazu die treibende Musik. Ja, das war da jetzt schon mal den Anfang gar nicht so schlecht. Das natürlich nicht. Eine noch. Das schaffen wir jetzt. Das ist eine Runde. Schade. Komm, ab. Also wenn ihr einen billigen Stuhl habt, irgendwas fällt zur Seite, weil der Stuhl kaputt geht von den Hin- und Hergewippe. Ja, nach einer Weile hat man einen Dreh raus. Natürlich muss er jetzt rüberfahren. Schade. Na gut, ich werde noch ein bisschen weiter üben. Und wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.